guys. Thanks. Okay, vielen Dank, Mann. Ja, morgen. Ja, wir hauen morgen schon wieder ab. Wir kommen aber wieder. Wir kommen wieder. Eure Halle ist richtig geil. Was machen wir euch? Oh, let's go, Franz! Alles klar! Wir stehen hier auf dem NBA-Parkett. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum Orlando-Vlog. Ihr habt es gerade schon im Intro gesehen. Absoluter Basketballtraum ist hier für uns in Erfüllung gegangen. Schöne Grüße natürlich an Franz und Mo Wagner, die sich die Zeit genommen haben vor und nach dem Spiel, mit denen wir uns wirklich gut unterhalten haben. Ich habe euch ein paar Interview-Clips dazu auch reingeschnitten. Die kompletten Interviews findet ihr dann in der neuen Folge NBA Undrafted, die immer freitags rauskommt in der NBA-App. Auch das verlinke ich euch unten, sobald die neue Folge erschienen ist. Letzte Woche hatten wir zum Beispiel Luciano im Interview, also den deutschen Rapper, auch sehr, sehr nice geworden. Das verlinke ich euch auch. Die coolste Aktion vielleicht dieses ganzen Trips war für uns, dass wir die Möglichkeit hatten, einmal einem Vater und einem Sohn, die eigentlich im Upper Deck saßen, also sehr, sehr weit oben, den Traum zu erfüllen, einmal Courtside zu sitzen. Das findet ihr auch im Vlog. Und ja, ey, insgesamt war es einfach eine unglaubliche Erfahrung. Die Bilder sprechen, glaube ich, gleich für sich. Checkt auf jeden Fall auch Siebes Vlog aus, denn bei ihm gibt es am Ende des Vlogs noch ein Interview zu einem neuen Projekt von den Wagner Bros, von dem ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Deswegen schaut da gerne vorbei. Auch das ist unten verlinkt. Und damit, Leute, fangen wir jetzt an. Viel Spaß mit diesem Vlog bei den Orlando Magic. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt am Amway Center angekommen und wir haben beide gerade gesagt, ey, wir müssen auch mal kurz innehalten und das immer mal wieder auch so ein bisschen für uns reflektieren, wie geil das ist, so viele verschiedene NBA-Arenen zu sehen. Jetzt heute Orlando, glaube ich, hätten wir beide nicht so auf dem Schirm, dass wir das jemals sehen würden, oder? Ja, nee, ist also erste Mal hier, noch nie ein Magic-Spiel gesehen. Jetzt natürlich durch Franz und Mo nochmal ganz anderer Hype und ich freue mich sehr. So, Freunde, und wie das letzte Mal auch, heißt es wieder Media Entrance suchen und das bedeutet immer in die Richtung laufen und dann wieder in die andere Richtung laufen und einfach mal gucken, was so geht. Wir haben gerade zwei Jungs getroffen, ich weiß nicht, ob man die da hinten noch sieht, die auch deutsche Fans sind, sich hier das Magic-Spiel angucken, sehr, sehr cool zu sehen. Und ja, wir schauen jetzt mal weiter nach dem Media Entrance. Also da kommen doch auch nochmal Mitarbeiter. Das sieht doch alles gut aus. Wahrscheinlich hier. Ey! Media Entrance, we found it! Okay, Freunde, also es hat direkt alles geklappt, wurden abgeholt und jetzt laufen wir gerade das erste Mal in die Arena. Und so ein Walk in die Arena ist schon immer was Besonderes. Wir versuchen euch so gut es geht mitzunehmen natürlich. Und ja, hier sind wir jetzt gerade. Wir laufen hier gerade einmal durch. Da habe ich ein paar Magic-Spieler sich aufwärmen. Ich sehe Banquero auf jeden Fall. Weiß nicht, wen ich noch sehe, müssen gleich ein bisschen gucken. Aces sind auch da. Ich glaube, ich sehe Mathurin schon. Also ist nice. Ist nice. Warte, so, ich gebe euch mal diese View. Ich glaube, das ist angenehmer für euch. Nembhard, Mathurin. Alle mit am Start. Das hier ist das Center. Alter, ey. Wir gehen hier aber auch im Tempo, also wir werden hier rumgeführt, richtig nice. Und bevor es jetzt mit dem Video weitergeht, Leute, will ich ein kleines Shoutout geben an So Rare, die so freundlich waren, diesen Vlog heute zu supporten. Wenn ihr nicht wisst, was So Rare ist, So Rare kombiniert die zwei größten Leidenschaften der Sportwelt, einmal Trading Cards und einmal Fantasy Sports. Ihr habt es bestimmt schon mal gesehen, es gibt Fußball, es gibt NBA, es gibt MLB. Ihr könnt kostenlos starten und euer eigenes Team zusammenstellen. Hier seht ihr zum Beispiel mein Team, MVP und Depoy Frontrunner zusammen, musst du auch erstmal schlagen. Ich stehe natürlich noch ganz am Anfang mit meinem Team, aber ich feiere einfach diese Connection aus Collectibles und Fantasy Sport. Wenn euer Team erfolgreich ist, könnt ihr exklusive Preise gewinnen. Außerdem könnt ihr neue Karten ertauschen oder auch ersteigern. Startet einfach mal kostenlos euer eigenes Team. Über den Link in der Infobox bekommt ihr auch noch eine extra Karte beim Anmelden gratis dazu. Und wenn ihr insgesamt Fragen zu So Rare oder dem Projekt habt, dann schaut einfach auch mal in die Telegram-Gruppe vorbei. Da könnt ihr joinen und da wird euch sofort mit euren Fragen geholfen. Schaut dort auf jeden Fall an So Rare. Vielen, vielen Dank für den Support hier im Vlog. Ich bin wirklich sehr gespannt, wo die Reise für mein Team hingeht. Und jetzt, Leute, viel Spaß beim weiteren Video. Okay, Freunde, guckt mal, wer sich gerade hinter uns auf. Wir haben Ball Ball. Wir gucken gerade ein bisschen beim Magic Warm-Up zu. Die Halle ist schon ein bisschen voll. Also man hat hier auch immer, wie bei den Heat, auch so ein bisschen die Kiddies im Hintergrund, was ich eine coole Sache finde. Und ja, insgesamt, die Pacers wärmen sich auf, die Magic wärmen sich auf, ihr kennt das. Aber es ist natürlich cool, die Spieler zu sehen, die man normalerweise jetzt nicht so sieht. Ist der Anthem. Da ist der Real Content. Alle sind so riesig, Mann. Hast du Banquero vorhin richtig gesehen? Ja, also leider noch von da hinten, aber. Der hat solche Schultern.
Ey Leute, das ist so krank. Ihr müsst euch mal die Kameracrew angucken, die jetzt für uns heute hier mit Undrafted filmt. Was ist das? Also die Kamera kostet mehr als mein Leben. This is our sound guy. He's doing an absolute amazing job. And yeah, wir gucken halt gerade weiter in die Magic. Und ey, ich wollte dich kurz was fragen. Ja. Wie findest du die Arena? Ich finde sie sehr, sehr schön. Ja, oder? Ja, es ist alles relativ eng beieinander, es ist eigentlich schön close. Und ich mag auch den Verlauf im Parkett. Der gefällt mir. Also der hat was. Ja. Ey, wirklich, also auch das Blau, ich hoffe, es kommt auf der Kamera rüber. Wirklich nice. Also sehr, sehr schöne Arena, Orlando Magic. Habt ihr gut gemacht. So yeah, you guys basically just give it kind of like, what's up everyone, special episode of Undrafted. Yeah. We're live here in Orlando. Wir sind jetzt einfach auf dem Floor. Wir sind auf dem Floor. Hätte ich nie gedacht, dass wir dürfen. Und wir recorden jetzt unsere Show NBA Undrafted. Machst du Intro? Soll ich anfangen? Ja. You guys ready? Okay. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBA Undrafted. Es ist eine Special-Folge. Wir sind gerade in der Arena der Orlando Magic. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Let's go. Nailed it. Perfect. Yeah. Thank you. Also wir sind uns einig, Ball ist schon wirklich, ich würde sagen, richtig groß, oder? Ist er groß? Er ist ein bisschen größer als wir. Ticken größer als wir, ja. Und er kann in 3 Jahren einen Ticken besser werfen als wir, aber nur einen Ticken. Schauen wir mal, ob er den Back-to-Back hinbekommt. Ah, vielleicht doch gleich gut. So Leute, jetzt noch mal für den Vlog. Mo Bamba wärmt sich auf zu Mo Bamba. Das ist funny as hell. Auch ein riesengroßer Spieler, Mann. Jeder dieser Magic-Spieler ist so viel größer, als ich jemals gedacht hätte. Und so viel breiter. Das ist echt krass, Mann. Ey, und diese Halle ist so wunderschön. Bist du schon so quasi in der Leader- und Veteranenrolle dann hier? Ja, da muss ich reinwachsen. Ja, das ist eine Herausforderung. Auf jeden Fall. So riechst du, was für ein Charakter. So. Ja. Da muss vieles zusammenpassen. Okay, das war unser Interview mit Mo. Und ja, Mo nimmt dann nie ein Blatt von Mund, sagt genau, wie die Dinge sind. Und das macht es eigentlich auch so cool bei ihm. Auf jeden Fall. Nice. Perfect. Thank you, guys. Okay, Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg ins Upper Level. Ich sage euch noch nicht, was wir da machen, aber ich will euch auch einen kleinen Einblick geben, was es hier so gibt. Also schwenkt gerne mal ein bisschen rum, sieh das. Wir haben hier die verschiedenen Getränkestände, wir haben hier einen kleinen Fanshop. Wir haben unser super nices Kamerateam, das für uns dabei ist, die gleich auch ein bisschen was für uns filmen werden. Und die Leute, die bei der Eurobasket dabei waren oder da so ein bisschen den Content verfolgt haben, die wissen, was jetzt möglicherweise gleich passiert. Was zu machen? Sorry, mir egal. Okay. So, noch eine halbe Stunde, bis das Spiel losgeht und wir haben uns jetzt noch was ganz Besonderes überlegt. Wir fahren jetzt nach ganz oben, auf die Plätze unterm Hallendach. Yes. Und was haben wir denn vor? Wir okay, dann lasse ich die Katze aus dem Sack. Wir überraschen heute Fans, die ganz oben sitzen, mit Courtside-Tickets. Das bedeutet Tickets wirklich auf dem Floor, also auf dem Boden, auf dem Parkett. Wird eine unglaubliche Erfahrung für die Leute und wir hoffen natürlich, dass sie sich ordentlich freuen. Wir gehen auf die Suche. Let's go. Awesome, we got it. Perfect. Thank you, guys. So, dann suchen wir uns mal unsere Kandidaten. Hi there, guys. Are you big Orlando Magic fans? Yes. Yes? Is it your first time here? It's been a long time. Oh, really? Yes. Okay. How about we would upgrade your seats for you? Okay. Yeah, we want to upgrade your seats so you get a little closer to the court. Okay, sure. Okay, of course. Let's do it. Nice. Let's find some new seats for you guys. Yes, let's upgrade it. Find some new seats. So how many Magic games have you seen before? Well, I watch a lot. We just don't get, we're so busy all the time. We don't get to come to too many, but. Yeah, of course. We're going to try it. And they've been so horrible for so long. But now they are really nice. Now they really have the talent. So we're excited. So we'll come to more now, Okay, awesome. How do you like the energy? Different down here for sure. Yeah. Okay, we're right here. We have tickets. Can you show them the tickets? Okay, go ahead.
You good? You like it? Enjoy the game, enjoy the game. Enjoy the game. Enjoy the game. Ich finde, der hat nur unsere Reaction, die ersten paar Minuten, die wir hier sitzen. Ich glaube, das Lächeln wird nicht weggehen. Damit ihr mal wisst, wie das aussieht, Leute. Was ist das? Ja, ich glaube das gar nicht. Nee, Game mit 24 Sekunden. Wir schätzen die Magic, machen es, oder? Wir haben Vertrauen in die Magic. Hey. Indy muss jetzt schnell scoren. Dann machen sie mit der Corner. 4 Punkte Game, 19 Sekunden. Okay. 14 Sekunden, 4 Punkte Game. Also es ist schwer jetzt für Indy das zu gewinnen. Aber auch nicht unmöglich. Also McCall hat beide getroffen. Hier ist ein ganz wilder Dreier. Okay, Freunde, das Spiel ist vorbei. Wir haben gerade noch ein Outro gedreht auf dem Court für Undrafted. Richtig, richtig krass. Ready? Okay. Das war's für heute mit NBA Undrafted. Awesome. Und jetzt geht's in die Umkleide, wo wir ein Interview haben werden mit Franz Wagner. Aber es ist auch was sehr, sehr krasses ist für uns. Haben wir so auch noch nie gemacht. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. So, Freunde, hier stehen wir jetzt. Da ist der Magic Locker Room. Da gehen wir gleich rein. Also man muss sagen, hier vom Locker Room ist auch einiges los. Es sind halt natürlich ein paar Fans, die noch vielleicht warten auf Autogramme oder Fotos. Wir sind da von den Medien sozusagen, warten auf das Interview. Und ja, es ist richtig was los. Also ich finde es krass, wie viel hier gerade abgeht. The first guys, okay? Okay. Englisch? Was haben die Pacers dir heute weggenommen, wo du sagst, da bist du nicht zu deinen Spots gekommen? Nein, im Pick and Roll haben sie fast jedes Mal gedoppelt. Yeah. Mit Jason Tatum bei den Celtics spielst du dann da halt auch gegen einen der Besten wahrscheinlich auf deiner Position. Ist er somit das stärkste Matchup, was du siehst in der NBA, oder hast du ein Lieblingsmatchup, einen Spieler, mit dem du dich sehr gerne misst? Alle von den krassen Jungen, von den All-Stars, Superstars. Tatum ist halt so ein Spieler, der ist so groß, er kann von überall werfen. Man muss einfach hoffen, dass er daneben wirft. Nice. Nice. Vielen Dank, Mann. Ja, Alter, Mann. Ja, wir hauen morgen schon wieder ab. Wir kommen aber wieder. Ey, eure Halle ist richtig geil. Okay, Jungs, wir sind fertig mit dem Shoot mit den Jungs. Und ich will noch einmal, dass ihr hier diese Locker-Room, nicht mal die Locker-Room, so der Walk zum Locker-Room, wie nice das ist, wie geil das hier auch gemacht ist. Also wir kommen auf jeden Fall wieder. Okay, Leute, das hier ist der Magic Store. Haben wir heute leider nicht mehr reingeschafft, aber werden wir wahrscheinlich morgen einmal angehen, denn wir haben beide beschlossen, wir brauchen Wagner-Jerseys und die werden wir hier drin
auf jeden Fall finden. Leute, wir haben endlich unseren Uber gefunden. Hat ewig gedauert, super weit weg von der Arena und es regnet. Was ist das denn? Es regnet in Florida? Geht das überhaupt? So, Freunde, wir lassen jetzt diesen krassen Tag ausklingen mit Warriors gegen die Grizzlies. Und wir wollen uns einmal nochmal kurz besprechen. Was war das bitte für ein Tag? Kurzzeit, Interview mit den Wagner Bros. Lange, lange wirklich auch noch Backstage irgendwie gechillt. Wir waren im Lockerroom. Das erste Mal zusammen überhaupt, was eine awkwarde Stimmung ist und Feeling. Ey, gib mir ein bisschen deine Einschätzung. Es ist eigentlich zu viel, um jetzt mal kurz das in einer kurzen Abmord zusammenzufassen. Mhm. Es war ein unfassbares Erlebnis. Ich glaube, für uns beide ist ein Traum wahr geworden, ja, den man vor wenigen Monaten oder Jahren noch für absolut unrealistisch gehalten hat. Total. Also ein Kurzzeit sitzen, aber auch der ganze Zugang, dass man da wirklich diese Show drehen darf für die NBA. Ja, es war so viel auf einmal, man muss es, glaube ich, erstmal sacken lassen, aber bei mir gerade einfach nur pure Dankbarkeit und ich muss die Eindrücke einfach erstmal noch verarbeiten. Ja, also ganz ehrlich, besser hätte ich es jetzt auch nicht zusammenfassen können. Es ist wirklich viel passiert jetzt in den ganzen 2 Wochen, das muss man ja auch dazu sagen. Es war jetzt ja nicht nur, okay, einmal nach Orlando kommen und dieses Spiel irgendwie erleben und das jetzt alles verarbeiten, sondern es war die Woche in Paris davor, es war der Zugang bei dem Training. Es war plötzlich, und das muss man auch mal sagen, dass das halt Neuland für uns ist, dass wir über Undrafted jetzt plötzlich ständig eine Kameracrew dabei haben und dann Leute sagen, ja, wir sind jetzt ready und wir haben den Tonmann und den Kameramann. Das ist halt alles schon sehr, sehr viel und dann eben den ganzen Access, die Interviews, die Spiele, die Wahnsinn waren in Miami. Ja. Also da hatten wir so ein Glück, dass wir so krass spannende Spiele gesehen haben in Miami. Unglaubliche Stimmung auch von der Crowd her. Und jetzt selbst heute dann das Magic-Spiel war knapp. Die Magic haben es am Ende gewonnen, was gut war. Franz hat da auch im Interview darüber geredet, dass sie genau das lernen müssen, diese engen Spiele zu closen, dass das eben die Erfahrung bringt. Und ja, ey Leute, wir sagen einfach einmal Danke. Wir sagen nochmal schöne Grüße aus Orlando. Wir hoffen, dass die 2 Wochen NBA-Trip und Paris-Trip und alles drum und dran euch gefallen haben. Schaut auf jeden Fall bei Siebes vorbei. Ihr wisst Bescheid, da gibt es auch einen Vlog zu Orlando. Da gibt es einen sehr, sehr geilen Vlog über die Zeit in Paris. Also schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und damit war es das jetzt von uns. Wir sind raus und sagen bis zum nächsten Mal bei Schurz Feiert. Haut rein. Ciao. Wie nice ist das? Wenn man die Spieler einfach